Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops Cold War mit mir zusammen. Wir machen beim dann jetzt mal hier weiter bei dem Verhör. Lazar ist tot, Perseus ist entkommen. Nun, das war ein verdammtes Fiasko. Man muss mit den Infos arbeiten, die da sind, nicht mit denen, die man gerne hätte. Wir haben da unten die Zeche gezahlt. Was Pels Schuld? Keine Ahnung, wessen Schuld es ist. Ich weiß nur, dass Perseus nicht eine einzige scheiß Atombombe hat, sondern Dutzende. Millionen Menschen werden sterben. Und man wird den USA die Schuld geben. Finden Sie raus, wo er das Aktivierungssignal senden will. Wie sollen wir uns das aus dem Arsch ziehen? Bell müsste wissen, wo. Bell? Dieses verdammte Schulprojekt war ein Desaster! Schreiben Sie Edler noch nicht ab. Der Mann hat viele Asse im Ärmel. Wir sind schwer angeschlagen, Leute. Die letzte Mission war echt nicht vernünftig geplant. Ich denke mal, Hudson hat seine Finger im Spiel oder so. Komm schon, nur noch ein Stück. Sims, hol die Trage. Belle. Ich glaube, ich schulde dir was. Oh, Scheiße. Wir verlieren noch viel mehr als Lazar, wenn wir unseren nächsten Zug nicht richtig durchführen. Du musst noch unbedingt für einen Einsatz durchhalten. Ich verlasse mich da auf dich, Belle. Sims, bereite die Spritzen vor. Alle. Adler, hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Er nützt uns jetzt nichts mehr. Bleib wach, Bell. Du bist der Schlüssel, um Perseus zu stoppen. Das warst du schon immer. Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Injektionen ins Hirn könnten Krämpfe verursachen oder Schlimmeres. Verdammt, durch die Augenhöhle. Bist du dir da wirklich sicher? Tut bestimmt weh, wenn du da eine Spritze durchs Auge kriegst. Die Erinnerungen sollten sofort einsetzen. Belle, hör zu. Du musst dich erinnern. Denk an unsere Zeit in Vietnam. Einmal noch. Bringen wir die Sache zu Ende. Wir hatten eine Mission. Denk nach, Belle. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt, Herzfrequenz ist hoch. Entspann dich. Konzentration, Bell. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Bell? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Das ist ja wie bei Mason, Alter. Wo Hudson ihn da einer auf die Fresse haut und dann die ganzen Sachen ihn durch den Kopf schießen. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich. Vertrau ihm nicht. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Auch krass. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du ranntest los und schnapptest dir ein M16. Oder vielleicht war es eine andere Waffe.
Schiff! Mann, gib du vor! Wir werden überrannt! Die verdammten Vietcong hier! Ich muss... Dafür, dass das nur ein Helikopter war, sind wir aber ganz schön viele Leute gewesen, ne? Also. Aber Barry schafft das schon. Die übrigen Vietcong flohen zu den Bäumen. Gehst mir auf den Sack hier, wo bist du denn? An dem Punkt wurde dir klar, dass niemand sonst überlebt hat. Du zogst los, um den Bunker zu finden. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Runter, auf den Boden! Wir kommen! Gehen wir dicht ran, mit Messern, unten bleiben. Nutzt das Gras als Deckung. Lock ihr hier! Erledigt! Danke für die Hilfe. Und viel Glück bei der Mission. Hurra. Mal weiter. Du hörtest russische Stimmen aus einer Höhle auf der anderen Flussseite. Also hast du nachgesehen. Junge, der weiß das ja ganz genau, wa? Warum war er denn nicht hier? Der Spasti. Wie kann ich hier runterspringen? Junge, das ist ja wie mit Mason in den Rattentunneln, Alter. Das geht gar nicht. Du griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen Agenten. Ja, das waren Vietcong und russische Soldaten. Richtig, Erdler. Woher wusstest du das? Mensch. Ist ja ein ausgefallenes Kerlchen. Aber es ist schon krank. Das Spiel ist echt krank. Richtig Rambo-Style hier. So, wo geht's raus hier aus dem Dschungel? Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Aha, und die Leiter hängt so hoch, ja? Ja, gut, der Bunker. Jetzt erzähl mir von Perseus. Wir waren fast da. Starten wir Nummer 6. Okay, bereit. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten.
Alter, ich hab nur den Bogen. So eine Mission hätten sie mal reinmachen müssen. Aber gut. Jetzt kommt sie halt zum Schluss. Ist ja auch nicht schlimm. So, alle Vietcong sind tot. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den viel benutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. Mhm. Jetzt geh ich den anderen Weg. Überall wird Kong. Du hast erwähnt, eine Brücke bei einem Dorf überquert zu haben. Der Bunker war irgendwo auf der anderen Seite. An der Gabelung folgtest du der Straße nach rechts, wo du Schüsse hören konntest. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Gestochen. Brauchen sofort Helikopterunterstützung. Roger, Kenny ist unterwegs. Ankunft in 2 Minuten. Aus dem Fenster! Hinter dem Haus! Oh, es war der Marines. Vorrücken! Bedrohung neutralisiert. Zurück zur Basis. Scheiße, ja! Räuchert sie aus, Männer. Ja, das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Das könnte ein Anzeichen für einen weiteren fokalen Anfall sein. Okay. Viele Bilder und dann auf einmal die rote Tür da. Krass. Also ich sag ja, das ist echt Mason-Style hier. Nein, nicht aufhören, Bell. Fuck. Fuck! Gib mir das Rückführungsszenario-Handbuch. Hier ist es. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Hohoho, Alter. Thank you.
Stirbt, Junge! Die verfluchten wird kommen. Das ist ja Adler, Alter. Scheiße. Krass. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt dem zum Wasserfall zu deiner Rechten. Alter, okay. Die Versuche mit Primaten waren unschlüssig. Also kommt stark auf die Kondition des Testsubjekts an. Berichten zufolge lag der Bunker auf der anderen Seite der Brücke. Alter. Du gingst an der Gabelung nach links, nicht nach rechts. Junge, das ist echt creepy, das Spiel. Noch mehr Vietcong? Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Im Haus, das Napalm zerstört hatte, fandest du eine versteckte Bunkertür. Mhm. Geh nachsehen, Bell! Okay, Alter. Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf! Bleib locker! Park, gib Bell noch eine Spritze. Tu es! Sofort! Herzfrequenz steigt extrem. Ich weiß nicht, wie lange Bell das noch aushält. Gut, der Körper stabilisiert sich. Die Herzfrequenz sinkt. Im Automat, Alter. Los. Oh, zeig mir Persos. Geh durch eine Tür. Das ist einfach nur... Das ist ein krankes Spiel. Komm wieder mit, Alex. Hör auf, dich im Kreis zu drehen. Kehr um, Bell. Bell, hör auf, dich im Kreis zu drehen. Ja, wie denn? Hör auf, meine Zeit mit diesem Flur zu vergeuden.
ist das Labor? Was zum Henker macht Bell im Labor? Bell, vergiss das Scheißlabor. Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Ja, dann lass mich das erklären. So, hier sind wir im Bunker von Perseus in Vietnam. Wir haben ihn gefunden. Genossen, die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was... Operation Greenlight. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Überlebt Bell noch eine Runde? Jetzt willst du meine Meinung. Tu es. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, wir haben eine Mission. Da waren wir schon. Springe zur nächsten Stelle. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Ja. Bell, geh jetzt in den Bunker. So, jetzt sitze ich hier. Im Bunker von Perseus. Und? Nur du weißt, wo Perseus steckt und wo er die Atombomben zünden wird. Wo ist er, Bell? Genossen, die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Ich muss wirklich zugeben, diese schnelle Erholung überrascht mich. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen, ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Du musstest zum sowjetischen Bunker. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren, haben zusammen gekämpft, geblutet und gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir haben eine Mission. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen Namen. Ja. Bastarde. Er kommt zu sich. Bell, keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er?
Was du jetzt durchmachst, ist nichts verglichen mit dem, was du erleben wirst, wenn du nicht langsam kooperierst. Wo ist Perseus? Sag es uns, Bell. Darum geht's bei dieser beschissenen Sache. Bell, du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arash Kadivar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es Halt in Duga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solovetsky. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Bastard, Alter. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Sims und ich wollten, dass du CIA bist. Du hast dich weniger gewehrt, als wir dachten. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas-Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Nein, schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Genug, um uns hierher zu bringen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Mission. Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bell, im Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Sichere Entfernung in Solovetsky. Sims, hol mir Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal. Wie gesagt, wir brechen jetzt auf nach Solovetsky und halten Perseus einfach nochmal auf. Es ist wie bei Mason, er hat Gedankenkontrolle, er sieht da Dinge, die halt nicht da waren, wie Vietnam. Und wie gesagt, er war ja auch nicht da, zum Glück, weil Vietnam war echt die Hölle für die meisten Amerikaner.
Und ja, wie gesagt, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter, wenn wir Persos aufhalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst eine kurze Bewertung da. Und wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao.